Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Let's Test Teams Fighting Herds. Ja, einem Spiel, was es jetzt auf Epic kostenlos gab. Und da ist so die Spielerei, dass man ein Fighting Game entwickelt hat, bei dem man mit Ponys und Rehen und Kühen spielen kann. Und die Figuren sind von der Zeichnerin, die zum Beispiel My Little Ponies gemacht hat. Und das sieht man, glaube ich, den Figuren auch an. Ich weiß nicht, ob wir ein lokales Spiel erstmal starten und dann mal ganz kurz in die Story reinschauen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an. Ja, Schwierigkeitsgrad. Schlafmütze, Grünschnabel, Rivale. Na komm, ich mache erstmal Schlafmütze. Ich will erstmal nur reinschauen, wie sich das kämpft mit diesen ganzen Einhörnern oder so. Also wir haben zur Auswahl erstmal Velvet, wir haben Olender zur Auswahl, wir haben Tianu zur Auswahl, wir haben Pom zur Auswahl, dann Arizona, Paprika, Texas und Shanti. Ich finde ja die hier knuffig, guckt mal. Wow. Okay, komm, die nehmen wir mal einfach. Und dann wollen wir einfach mal eine Runde kämpfen und fighten und mal schauen, was hier passiert überhaupt in dem ganzen Spiel. Okay, also ich bin wahrscheinlich die Linke. Jawohl. Okay, was können wir alles? Du solltest auch mal das Alpaka hier ein bisschen schlagen, oder? Oh Gott. Ja, das hat mich geknutscht. Oh mein Gott. Okay, ich habe Schläge. Ich habe auch noch Tritte. Und habe schon gewonnen. Na gut. Ja, wir wollen das stoppen. Alles klar. Okay, Runde 2. Was kann ich denn hier für Punches machen eigentlich? Oh Gott, der hat mir jetzt aber... Ich muss erstmal mit den Tasten hier zurechtkommen. Ja, komm, ich habe deinen Angriff geblockt hier. Wow. Ich spiele sogar mit so einem kleinen Hündchen. Oh mein Gott. Also wie gesagt, es ist eigentlich nicht für Kinder geeignet. Und ja, ich fand das eigentlich ganz lustig, dass man hier... Oh Gott, okay. Das ist nur noch gegen den Stiel. Oh Gott. Komm schon. Mach den Stier mal fertig hier. Ein kleines, was bin ich denn? Ein Reh? Oder eine Kuh oder sowas? Ich weiß es nicht. Okay, also Texas ist ein Bulle. Alles klar. Oh Gott. Ja, ist ja okay. Oh mein Gott. Jetzt willst du es mir aber. Jetzt willst du es mir aber zeigen, ne? Der macht immer nur das Gleiche. Was ist denn das für ein Hund da? Oh Gott, ich bin gleich tot. Okay, der hat sogar gewonnen. Es steht 1-1. Partner? Naja. Ich bin nicht dein Partner. Aber die Steuerung ist halt auch so ein... Ja, man steuert halt Tiere. Kann ich nicht auch irgendwie hier mal einen Power-Angriff machen oder irgendwas? Okay, jetzt schlägst du aber und hast mich sogar besiegt. Oh mein Gott, ich hätte ihn vielleicht nur noch einmal treffen müssen. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Soll ich es erneut versuchen? Nee, wir verlassen das Match. Weil wir wollen ja mal in die Story reingucken, wie sie die gemacht haben.
So, neues Spielkapitel. Also ja, neues Spiel. Okay, ich spiele auf Anfänger. Wir wollen ja vielleicht ein bisschen nach vorne kommen. Prolog. Gibt es auch eine Geschichte? Wir lassen uns überraschen. Bin schon gespannt. Es war einmal Sommerhaus der Familie Hoostrong, Vorort von Rhine City, Hauptstadt der Tundra, eine von vielen Nationen in der Welt von Phönum. Zum ersten Mal seit unzähligen Generationen wurde der Ältestenrat von Phönum reformiert und versammelt sich nun, um eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit zu besprechen. Geschätzte Huftiere, Paarhufer und Unpaarhufer. Wir, die ernannten Ältesten unserer Nation, sind heute hier versammelt, um die beunruhigenden Gerüchte, die in ganz Phenom im Umlauf sind, zu besprechen. Um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, wurde der Rat und eine Zeugenaussage gebeten, und zwar von einer Überlebenden. Flüster, flüster, flüster. Tritt vor, junges Fohlen. Vielen Dank, gnädigste Vorsitzende. Fürchte dich nicht, mein Kind. Atme tief durch und erzähle uns, was du gesehen hast. Gerne, meine Gnädigste. Ich war zu Hause in der Savanne. Es war früh am Morgen, bevor die Sonne aufging. Ich war draußen und spielte mit den Glühwürmchen. Sie kommen um diese Jahreszeit zu Besuch. Aber meine Mutter sagte, ich darf nachts nicht mit ihnen spielen. Wir gingen durch das hohe Gras den ganzen Weg bis zur Wasserstelle. Dann Geister, große, unheimliche Geister mit spitzen Nasen und langem, struppigem Fell. Ich konnte durch sie hindurchsehen. Genau, und sie hatten seltsame Hufe. Sie waren weich und machten überhaupt keine Geräusche. Ich konnte ihre Stimmen hören, tief und rau, als hätten sie Dornen gefressen. Ich versuchte zuzuhören, aber es ergab alles keinen Sinn. Ich dachte, ich hätte mich gut versteckt, sodass sie mich nicht sehen konnten, aber dann. Fahr fort, mein Kind. Was passierte als nächstes? Einer von ihnen steckte die Nase in die Luft und danach drehte sich alles um und starrte mich direkt an. Der Größte brüllte: Grasfresser! Genau. Warte. Ist das ein böses Wort? Darf ich Grasfresser sagen? Das tut nicht zur Sache, mein Kind. Was passierte als nächstes? Ich rannte und die Geister waren direkt hinter mir. Sie hatten die Stoßzähne von einem Wildschwein, ein ganzes Maul davon. Ich rannte und rannte, bis ich nicht mehr konnte. Dann holten sie mich ein. Sie waren überall. Sie waren so nah, dass ich ihren Atem riechen konnte. Es war schrecklich. Sie sagten zu mir: Der Schlüssel. Führe uns zum Schlüssel. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber dann. Tagesanbruch, die Sonne strahlte und die Geister verwandelten sich in Rauch. Kurz bevor der letzte verschwand, zeigte er mir seine Zähne und sagte: Oh, das werde ich nie vergessen. Wir sind Raubtiere, wir kommen wieder und wir sind hungrig. Dann puff, verschwunden, einfach wie vom Winde verweht. Danke für deine Geschichte, mein Kind. Angard, das Profil des Fohlens stimmt mit den Berichten überein. Sie hat Glück, dass sie es unbeschadet überstanden hat. Du kannst es nicht länger leugnen. Die Legenden sind wahr. Sei kein Narr, alter Bulle. Deine Legenden sind nur Geschichten, um den Kindern Manieren beizubringen. Schattenkreaturen, die einen Schlüssel suchen, scharfe Zähne und Krallen. Es ist alles wahr. Die Raubtiere kommen tatsächlich zurück. Ratsmitgliedern unserer Bibliothek wird von einer mächtigen Priesterin gesprochen, die Phenoms ältesten Feinde weit über die Grenzen unserer Welt hinaus hinter einem magischen Tor verbannte. Und seine Kraft versagt, ihr seid alle Narren, wenn ihr diese Warnung nicht beherzigt. Ich flehe dich an, sende einen Aufruf an unsere tapfersten und stärksten und weisesten Krieger. Wenn die Raubtiere nach diesem Schlüssel suchen, müssen wir ihn zuerst finden. Auch wenn an diesem Märchen etwas dran ist, wird es eine Herausforderung, die Herden zusammenzutreiben, sogar. Für dieses Treffen mussten wir ein Mittagessen organisieren. Doch genau das könnte uns jetzt vereinen. Geschätzte Huftiere, erhört meine Bitte. Antilopiert aus dem Tal, Weißwedel aus dem Wald, Zigetten von den Inseln, Bisonen aus den Ebenen, Einhufer aus der Steppe und all die anderen stolzen Nationen von Phenom. Jeder soll einen Champion ernennen und ihn auf die Suche nach diesem Schlüssel schicken. Denn das auserwählte Huftier wird Gunst, Ehre und Ruhm erlangen. Es wird zum Beschützer von Phenom, Hüter des Schlüssels. Dann wissen wir bald, ob das alles nur ein Märchen ist oder ob unser Visier die Wahrheit spricht. Okay, also Fleischfresser greifen die Grasfresser an und wir müssen da irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass ja, dass wir die Fleischfresser vertreiben. Ah.
Bist du da, Tochter? Ja, Papa, ich bin's. Warum versteckst du dich, mein Kälbchen? Ich weiß, wie sehr du die Zeit zum Nachdenken schätzt, aber ich wollte mit dir reden. Komm raus, lass uns reden. Du hast ja gesagt, dass wir Herdentiere nicht auf die hören sollen, die außerhalb der Prärie leben. Aber irgendwas geht da vor sich. Es gibt einen neuen Erlasspaar vom Rat der Huftiere. Jep, ich weiß. Woher? Ich bin der Anführer dieser Herde, mein Kälbchen. Es ist meine Pflicht, solche Dinge zu wissen. Also was ist los, Papa? Warum müssen wir einen Champion wählen und wofür? Die Maultierkälber erklären die schrecklichen Dinge. Weißt du, Arizona, ich denke viel drüber nach, was es bedeutet, Nomaden wie wir zu sein. Wir ziehen von Ort zu Ort, wo das Gras am grünsten ist, hier draußen im Freien ohne Zuhause, nur mit den Wagen, die wir ziehen und den Hügeln, auf denen wir umherwandern. Ich würde das gegen nichts eintauschen wollen. Die Stadthufer hinter den Mauern kümmern sich um das, was direkt vor ihrer Nase geschieht. Die alten Erzählungen, sie haben sie aus ihren Geschichtsbüchern gestrichen. Aber wir Arizona, wir sind Landstiere, wir erinnern uns mit unseren Stimmen. Versammelt euch alle! Weichtiere. In Tagen vor Vorzeit streiften alle Huffvölker von Phenom als eine große Herde umher. In die Welt, nun ja, sie war ein großes Feld, wo all das Gras zum Weiden einst unser war. Wir hatten Frieden, der so lange hielt, wie die Tunnelbauten von 10 Prärie-Hunden rudeln. Aber die Zeiten, sie ändern sich, jawohl. Es gab also noch andere Tiere von kleine, sie hatten Fell wie wir, aber statt Hufen hatten sie schlachsige Krallenzähne. Nun, komisch aussehende Füße sind normalerweise kein Grund zur Sorge, aber es waren ihre Zähne. Und im Laufe der Zeit wurden diese Zähne länger und schärfer und die Dornen eines Büffelbeerenzweiges. Und mit solchen Beißerchen, nun ja. Ich schätze, Gras war ihnen einfach nicht genug. Unser Frieden flog schneller davon als die Samen eines Löwenzahns im Wirbelsturm. Aber wir sahen nicht wie verängstete Kaninchen zu, um Butterkekse verschlungen zu werden. Nein, nein, nein. Wir haben uns gewehrt. Wir haben so viele von uns verloren und waren nicht sicher, ob wir als Abendessen nicht besser dran gewesen wären. Aber schon bald haben wir die Schädlinge geschwächt. Dann erschienen Magier aus dem Wüstenland mit ihrer Macht, verbannten sie die Raubtiere an einen Ort, an einen anderen Ort. Die Schüssel, von dem alle reden, das ist der Schlüssel der Propheten. Ich bin überrascht. Du hast mir ja doch zugehört. Die Raubtiere waren weg, aber damit auch unser Frieden. Unsere große vereinte Herde zerbrach und viele kleine. Wir waren geschwächt und hatten Angst. Denn obwohl die Raubtiere eingesperrt waren, waren sie das nicht für immer, nicht wahr? Oh, ist das viel zu lesen. Meine Güte, ich werde das jetzt mal hier durchklicken, dass wir hier auch mal ein bisschen was vom Spiel sehen. Eieiei, wir wollen ja auch ein bisschen kämpfen, ne? Und scheinbar spielen wir Arizona, diese kleine Kuh, oder? Ja, du bist jung und musst uns verteidigen. Hufe weg, meine Dame. Oh Gott. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier die Story... ich möchte endlich mal ins Spiel... Wir haben auf jeden Fall ein Küsschen von unserer Mama gekriegt. Unser Papa schickt uns auf die weite Reise, dass wir diese Fleischfresser besiegen. Und da rennen wir. Ach, schmoll nicht, mein Schatz. Ich glaube an unsere Tochter. So. Okay. Also die Vorgeschichte. Wir wurden auserwählt, uns gegen die Fleischfresser zu wehren. Canyon Pass, die Prärie. Dann wollen wir mal. Schönes Level eigentlich, oder? Na gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Okay, warte mal. Ah, hier kommen wir sogar rüber. Können wir uns jetzt hier unsere ersten... Oh, ich kann sogar hier auch schon was machen. Guckt mal. Was mit der Brücke? Meine Güte, nach nur 10 Galopps bin ich schon in eine Sackgasse gelandet. Okay, da kann ich nicht reinspringen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht komme ich die Klippe hier hoch. Was ist das? Kann mich nicht erinnern, dass Paar von so einem leuchtenden Stein was erzählt hat. Dieser alte Runenstein markiert den Ausgangspunkt eines heldenhaften Weges. Ja, komm, wir nehmen den Weg. Warum nicht?
Ich denke mal, jetzt kommen wir wie in so ein, wie so ein Kampfrausch. Doch nicht. Okay, wir können springen. Wir haben, wir können fighten und wir haben ein Seil. Ah, die Steuerung ist ein bisschen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Spring doch nicht runter hier. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt könnten wir hier über die Brücke gehen. Ah, sieh mal, da scheint jemand zu wohnen. Aber wir kommen hier nicht runter, okay. Wir könnten weiter nach oben gehen, beziehungsweise nach unten. Okay, da ist eine weitere Schlucht, da ist noch so ein Stein. Mal sehen. Über den Abgrund springen? Na klar. Supersprung vorwärts. Vorwärts, nach unten und nach oben. Hä? Was ist denn das für eine komische Steuerung hier? Ich komme da nicht drüber. Ich komme hier echt nicht drüber, ey. Nach unten und dann nach rechts. Okay. Gut, wir werden, okay, wir werden auf jeden Fall ein bisschen, sag ich mal, die Techniken lernen. Aber scheinbar brauchen wir auch noch Kampftraining oder sowas. So, hier kommen wir erstmal nach unten. Da komme ich nach unten. Ach doch, hier. Oh, Cowgirl, schwing die Hufe hierher. Ich erzähl dir ein bisschen was. Ich bin Madison. Okay, wir müssen weiter. Ja, das ist so eher nicht nur so ein Kampfspiel, ne? Das ist nicht nur so ein Kampfspiel, das ist auch so ein bisschen, hat so ein bisschen RPG-Elemente oder so. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall. Oh, da ist so eine Schattengestalt, so ein Wolf. Wird das unser erster Gegner sein? Ich hoffe doch. Hey, da bist du ja. Und der rennt weg in die dunkle Höhle. Und wir rennen natürlich hinterher. Komm schon. Wir wollen mal richtig fighten jetzt. Verlassene Höhle, die Prärie. Da komme ich nicht drüber. Da ist dieser komische Wolf. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Ach doch, hier runter. Okay, dann verfolgen wir den mal noch. Bestienjäger? Okay, jetzt werden wir angegriffen. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir fighten. Oh mein Gott. Dann wollen wir mal kämpfen. Aha. Attack-Buttons. Angriff blocken, halten. Okay. Was machen? Das ist. Ja, die Steuerung ist echt nicht besonders, muss ich sagen. Guck doch mal, ich habe hier. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen hier. Ich habe echt keine Chance, hier irgendwas zu machen. Okay, ihn haben wir besiegt. Hier kommt eine Halte.
okay, K.O. Also das Kampfsystem ist wirklich nicht so dolle, muss ich sagen. Dadurch, dass wir so komische Tierchen spielen. Lebensbalken. Okay, ich habe ein bisschen was verloren sogar. Und hier komme ich nicht weiter. Stampfen, interagieren. Aber mit Stampfen komme ich ja hier, glaube ich, auch nicht weiter. Naja gut, also ich glaube, das Spiel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt euch das gerne anschauen, wenn ihr das wollt. Ah, jetzt haben wir hier einen Weg frei gemacht. Okay. Ja, haben wir einen Weg frei gemacht. Zu der Kiste kommen wir noch nicht. Da bringt auch das Stampfen nicht. Da bringt auch das Stampfen nicht viel. Da ist die Höhle. Hier kommen wir wieder raus, denke ich mal. Geh am besten... Was? Warum willst du weitergehen? Ich hatte doch gar keinen Weg mehr, hier irgendwie weiterzugehen, oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Bum, 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 bum. Warte mal. Da komme ich... Also die Steine kann ich kaputt machen. Das ist in Ordnung, aber hier komme ich nicht weiter. Hier kann ich zwar reinspringen, ja. Oh, okay. Hier musste ich sogar weiter. Oh, da schläft jemand. Ah, das ist ein Wolf. Alles klar, ich darf wieder kämpfen. Das ging relativ schnell jetzt. So, dann haben wir ja hier einen Durchgang. Hier kann ich irgendwie was... Ach, Laternen kann ich hier anschalten. Hm, wahrscheinlich... Ah. Gibt's jetzt ein Item? Nee, nicht stampfen. Hey, ein leuchtendes Ding, das nehme ich mit. Sammelobjekt habe ich gefunden. Also die Story scheint interessant zu sein, aber das Kampfsystem sagt mir persönlich jetzt nicht so zu. Es ist halt nicht so ein richtiges Kämpfen wie mit menschlichen mit menschlichen Figuren. Und die Tiere, die sind ein bisschen, ja. Okay, da haben wir wieder so einen Stein, dann müssen wir den Abgrund springen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier wieder... Ja, die Steuerung... Okay. Okay, ich darf nicht... Hä? Kurz nach oben tippen nur. Na, hab ich doch gerade gemacht. Das gibt's doch nicht. Ich muss bis darüber kommen, ne? Ah, meine kleine Kuh. Also, wie gesagt, die Steuerung mit der... Mit Controller ist echt... Ist echt furchtbar. Er reagiert irgendwie so schnell. Und ich mache ja keinen großen Sprung. Das gibt's doch nicht. Vorwärts, Kurzsprung, tippe. Ja. Nee, das klappt nicht wirklich. Also ich möchte hier auch nicht unbedingt weitermachen jetzt. Ich komme hier auch nicht mehr raus, ne? Also ich habe hier mit meinem Controller echt Probleme, weil die Steuerung so empfindlich ist.
Und dann springt der halt einfach zu hoch. Okay, ich denke mal, das reicht aber auch für einen Let's Test. Ihr könnt euch gerne die Story... Ihr könnt euch gerne die Story mal anschauen, wenn ihr denkt, das ist was für euch. Mein Fall ist es jetzt nicht so, aber ich dachte mir, wir können das auf jeden Fall mal anschauen, das Spiel. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mal sehen, welches Spiel wir als nächstes testen werden zusammen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Feiertage. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.